Für mein Streaming- und Aufnahmestudio habe ich mir einen neuen PC geholt. Und den schauen wir uns heute ein wenig genauer an. Ich habe mich für den Omen 30L GT13 1886 NZ entschieden. Omen ist der Gaming-Brand von HP und auch mein alter PC, welcher ersetzt werden musste, kam vom selben Hersteller. Ein weiterer wichtiger Entscheidungspunkt war das Design. Als Content Creator spielt die Ästhetik eine wichtige Rolle, da man sein Setup auch gerne seiner Community präsentiert. Sei es im Livestream oder aber auch auf den anderen Social Media Kanälen. Zusätzlich habe ich darauf geachtet, dass der PC einfach zu erweitern ist und Raum für Upgrades bietet. Mein Budget war 2000 Schweizer Franken, was ca. 1900 Euro entspricht. Nun aber genug gequatscht. Lasst uns die Bestie entfesseln. Hier ist er also, der Omen 30L GT13 1886 NZ. Und auf den ersten Blick fällt auf, dass sein Design sehr clean gehalten ist. Der Omen Gaming PC punktet definitiv mit seinem edlen Design. Mich persönlich spricht es sehr an, da es eben sehr schlicht gehalten ist. Bevor wir die inneren Werte angucken, checken wir zuerst, was mitgeliefert worden ist. Wir haben hier natürlich das Stromkabel, ja, ohne das geht gar nichts. Dann sehe ich hier auch so Broschüren und wahrscheinlich auch die Garantie, die mitgeliefert worden ist. Und was neu ist, was Omen früher nicht gemacht hat, zumindest bei meinem alten PC nicht, sie liefern gleich zu Beginn eine Tastatur und eine Maus mit. Wenn wir uns nun die Anschlüsse anschauen, dann haben wir oben auf der Vorderseite zwei SuperSpeed USB Type-A Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von 5 Gigabits pro Sekunde und zusätzlich ein Mikrofon- und Kopfhöreranschluss. Auf der Rückseite haben wir einen Mikrofonanschluss, je ein Audio-Ein- und Ausgang. Dann haben wir unten einen LAN-Anschluss. Wir haben zwei USB 2.0 Type-A Anschlüsse. Dann haben wir hier zweimal einen USB SuperSpeed Type-C Anschluss, einer mit einer Übertragungsrate von 10 Gigabits pro Sekunde und der andere mit 5 Gigabits pro Sekunde. Des Weiteren haben wir hier auch nochmals zwei SuperSpeed USB Type-A Anschlüsse, ebenso mit einer Übertragungsrate von 10 Gigabits pro Sekunde und der andere mit 5 Gigabits pro Sekunde. Kommen wir zu den Videoanschlüssen. Die Videoanschlüsse sind wie folgt. Hier haben wir einen HDMI-Eingang und drei Displayports. Der Omen 30L Gaming Desktop verfügt darüber hinaus über einen neuen extra großen Lüfter auf der Vorderseite, der alles besonders intensiv kühlt. Dank dem Omen Gaming Hub könnt ihr sogar die Farbe des Lüfters ganz nach eurem Geschmack anpassen. Die Ausführung enthält einen Intel i7 Prozessor der 11. Generation. Hier hat sich im Vergleich zur 10. Generation einiges verändert. In erster Linie hat man sich stärker auf Gaming fokussiert. Der i7 hat 8 Kerne und eine Taktfrequenz bis zu maximal 4,9 GHz. 8 Kerne hören sich im ersten Moment nach wenig an, wenn man einen Blick zur Konkurrenz wagt. Jedoch wurde kräftig an der Single-Core-Performance geschraubt, was den Gamern unter uns zugute kommt. Für mich persönlich ist der Prozessor genau das, was ich als Content-Creator benötige. Eine gute Streaming- und Aufnahme-Performance und flüssiges Gameplay. Der i7-Prozessor der 11. Generation unterstützt nun auch endlich die Thunderbolt 4-Technik, wie auch die PCI Express der 4. Generation. Hinzu kommt die Intel Killer Wi-Fi 6/6E-Technik, welche dafür sorgt, dass in einem stark ausgelasteten Netzwerk Gaming automatisch priorisiert wird. Wie bereits erwähnt, war die Grafikkarte nicht meine höchste Priorität. Aber mit der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti lässt sich sehr gut leben. Die Ausführung hat 16 GB DDR4 3200 RAM von HyperX, welche ich bis zu 32 GB erweitern könnte. Hinzu kommen 2 TB Festplattenspeicher, 1 TB SSD und 1 TB HDD. Um auch die Budget-Thematik noch aufzulösen, bezahlt habe ich für dieses gute Stück 1799 Schweizer Franken, das sind in Euro ungefähr 1680 Euro. Gekauft habe ich das Gerät in der Melectronics
und das Angebot habe ich euch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch noch das passende Zubehör zu organisieren. Und mit all diesen schönen Sachen gehe ich jetzt nach Hause in mein Streamingstudio und werde das mal alles einrichten. Und ihr findet garantiert ein Update darüber auf TikTok. Da posten wir nämlich täglich Gaming-Videos. Schaut gerne mal vorbei. Und habe mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin raus für heute. Vielen lieben Dank.